Ja, klar, meine Trophäe halt. Hi, willkommen bei DGV. Ich bin so der Doomsday. Mit dabei der Venom und der Joker. Moin. An diesem schönen heiligen Abend möchten wir ein bisschen chill streamen und zocken dabei Destiny 2. Ich und Venom auf PS5, Joker mit PS4. Und da Crossplay funktioniert, machen wir das doch einfach mal, ne? So, klasse wählen. Titan, Jäger oder Warlock? Ich habe damals den. Hab ich ihn genommen? Ich kann mal gucken, gell? Dann nehme ich mal Warlock, oder? Ist ja der Magier, gell? Was hast du genommen, Joker? Warlock. Ja gut, wenn du den Jäger nimmst, dann nehme ich einen Titan. Dann sind wir wenigstens aus. Das war doch eher so der Tank-mäßige, glaube ich. Ja. Aber ich mach mal weiblich. Ich habe noch nie weiblich genommen. Na, mein anderer Charakter ist weiblich. Ja, du hast das sonst immer weiblich. Ja, na klar. Wobei, das Gesicht. Ich bin so am Mann, ich kann auch mal ein Weib spielen. Gesicht, das ist mir egal. Haare, ist mir auch egal. Kriegst mal. Nee, nix. Abschließen. Aber müssen wir jetzt das Ding spielen? Ach, du fängst automatisch schon mit 1050 an. Naja, deswegen denke ich mal, dass der andere auch. Mit okay. Dem anderen auch neu anfangen musst. Na dann. Ich nehme jetzt trotzdem meinen Titan, den ich. Ich habe auch den neuen genommen. Let's go. Wir müssen eh erstmal hier das. Erstmal Trophäe kriegen. Die Einführung hier spielen. Ja. Wieso krieg ich gleich zwei Trophäen? Auch die von der PS4 wahrscheinlich noch, wa? Geh ich mal davon aus. Müssen aber schon noch ein bisschen mehr kommen als die zwei. Erstmal das Intro. Das All. Unendliche Weiten. Oh, ich bin so voll gefressen, ey. Das stimmt. Gesundheit. Für Lobobs, ey. Wow. Spielt wohl schon, oder was? Na klar. Er muss da so ein Tutorial spielen, mäßig. Erstmal guck ich mir so ein Intro an. Wenn nämlich aber auch schon mit den Gedanken gespielt, mir die DLCs zu holen, wenn die gerade im Angebot sind. Ja, die sind ja echt gut. Die ersten zwei DLCs. Wenn du ein bisschen laut. Ach, hier die DLCs, ja? Ja, die sind im Angebot, die ersten beiden. Bis auf das neueste, glaube ich, oder? Ich glaube, da ist auch irgendwas im Angebot, aber ich glaube, das ist mit Season Pass im Angebot. Ja, das ist irgendwie die. Irgendwelche Lichter des. Keine Ahnung, plus irgendwie Season 12. Krieger oder des oder Lichts oder so? Nee. Ja, irgendwie genau. Sowas. Ja. Oder jenseits. Das erste war, glaube ich, Forsaken und das zweite war. Keine Ahnung. Ja, aber ich hätte gern alles zusammen. Ja. Doch, ist ja Eiser. Ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo wir Destiny 2 gezockt haben, ne? Ich hab's gespielt, wo es damals neu im PS Plus drin war. Ja. Und jetzt erst mal die PS5-Version. Den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Kannst du im Schmelztiegel auf 120 Hertz spielen? Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Nee, Mann, das dafür hat zu schlecht. Oh, erstmal wieder einen neuen Monitor. Es war eine Tito. Zeit der Wunder. Ich kann nachladen, ja, euch. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Der Monitor, den du mir geschickt hast, ist ein japanischer Marke und keine chinesische. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen weil er das, was durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Fanny, ich sagte, mein Monitor schafft das nicht, aber ich spiele auf dem Fernseher. Auch klug. Na, der schafft das, oder? Naja, da ist echt Scherz. Okay. 4K ist echt Scherz. Na, 60. Auf 4K sind sowieso die meisten Spiele 60 Hertz nur. Wer sagt's denn? Quatsch. Du lebst.
auf PS5. Du weißt nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Ich werde die nächsten 3 Jahre nicht mehr helfen. Ich bin so voll ein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Das glaube ich zwar jetzt eher nicht so, aber naja, gut. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Wahrscheinlich. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Ich wollte schnell L1 drücken zum Scannen. Das ist kein Cyberpunk. So, erstmal will ich hier Option. Gucken, was hier abgeht. Was kann ich denn hier machen? Ja, okay. Video. Dieser Ort ist ein altes Kosmodrom. Ein russischer Raumhafen. 120 Hertz Modus. Ja, kann ich aber nicht machen. Er steht jetzt unter Quarantäne. Aber nur im Schmelztiger. Und ist ziemlich gefährlich. Aber unser einziger Weg vorwärts führt durch die Mauer. HDR ist aus. Mach ein. Nein, nicht mal den nicht mal das kann ich anmachen. Ich kann es einmal. Hey. Aber halt auch nur auf meinem Fernseher, nicht auf meinem Monitor. Naja. Oh, ja, ist okay. Wo soll ich denn lang? Stimmt, der Titan kann ja schweben in der Luft. Also halb fliegen. Hm. Verpiss dich. Du musst in die Stadt zurückkehren. Und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Suchen wir weiter. Ist ja ein anderer Spieler. Ich bin ja gerade auch mit anderen Spielern gegen so einen Spinnenpanzer. Ja, genau. Also, das hätte ich fertig mit Tori. Ich habe alles angefangen. Es ist ein Risiko. Aber ich besorge uns mehr Licht. Hochsicheres Militärsystem. 40, mein 151. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege. Nicht gut, gar nicht gut. Sie sind definitiv nicht vor uns zu sehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. Ach da. Cool, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund zurückgeholt. Du bist ein Titan. Das heißt, du bist eine Kämpferin. Sei bereit, denn wir befinden uns im Feindgebiet. Mal ein bisschen mehr Licht machen hier. Ja. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Okay. Die Gefallenen sind Plünderer. Alien-Piraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Klar, bei mir lebt die Kackspinne wieder. Ich bin alleine. Sie verarschen. Okay. Apropos Piraten. Den kann ich auch noch erinnern. Meine ist tot, die Spinne. Ja, meiner war auch tot, wo ich reinkam. Aber der ist wieder belebt nach einer Weile. Na ja, kannst du auch die normalen Kleinen besiegen. Ich glaube, das reicht doch auch, oder? Ja, das reicht. Eine bestimmte Menge an Gegner killen. Na genau. Ich muss mich mal nachladen lassen. Nope. Aber echt ein gutes Gunplay, das Spiel. Noch mehr Gefallene. Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Dein Licht ist stark, Hüter. Easy.
nehmen oder daneben? Komm doch mal her. Gab es auch irgendwelche Würfel, die man finden konnte? Geh immer weiter. Ich versuche, ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Kann ich hier eigentlich Untertitel einstellen? Gameplay? Untertitel, da. Sehe ich euch schon? Nee. Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Gerade kaputt gegangen, ich bin. Nach Schiffen in der Nähe. Okay, ich hab die Belohnung für die Spinne bekommen. Finde ich gut. Wow. Hab nicht mal was gemacht bei der Spinne. Konzentrier dich auf die Gefallenen. Spiel abgeschlossen, Leute. Ich wiederhole, hier ist Sean Hahn. Meine Vorhut-Operation ist kompromittiert. Ich bin von meinem Strike-Team getrennt. Vorhut? Sie kommen aus der letzten Stadt. Shaw, wo bist du? Wir können helfen. Cass, Maeve, wenn ihr das hört, Rendezvous bei folgenden Koordinaten. Etwas interferiert. Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat, aber ich habe seinen Standort markiert. Ist das ein bisschen OP sind irgendwie hier für den Anfang? Kann das sein? Schnell down gehen, ey. Was erwartest du? Mhm. Ha. Ach, dem Licht sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass auch andere hier patrouillieren. Dann würde jeder das Spiel ausmachen und keiner wird zwar das Spiel. Ich brauche Hilfe. Quatsch, Dark Souls da. Oh. Du kommst frisch aus dem Grab, oder? Wir haben deinen Notruf gehört und wir sind gekommen. Mutig. Gefällt mir. Aber ganz schön viel für den ersten Tag. Finde die Quelle, bin ich jetzt. Ich habe die Perimeter-Scans zu schnell. Ja, das habe ich auch. Und jetzt. Ich muss mein Team finden, bevor nichts mehr davon übrig ist. Mach keinen Stress hier. Bleibt ihr hier. Party aufmachen. Ich bringe euch danach in die Stadt. Geht noch nicht. Aber mal mit. Verstehe. Also zumindest kann ich niemanden irgendwie. Keiner wird gerne ausgegrenzt. Hüter sind vereinstärker. Oder etwa nicht. Du klingst wie Commander Zavala. Meinetwegen. Dann los. Ach doch, Doomsday kann ich in Einsatztruppe einladen. Aber macht, was ich sage, dann schaffen wir's. Wir enttäuschen dich nicht. Viel für mich, oder? Folgt meinem Signal. Ich bin da nur am Moment. Beitritt nicht möglich. Okay. Bin auch noch im Tutorial. Eben. Naja. Quatsch. Wir brauchen schon ein Tutorial. Freue mich auch. Einfach ja, Gegner wegschießen und fertig. Ich stelle jetzt nur auch keine Raketenwissenschaft hier. Wahrscheinlich ein Upgrade für deine. Schnapp sie dir und begib dich zu meiner Position. Handfeuerwaffe blau. Ich scanne vom Sprungschiff aus nach Signalen. Ihr seid meine Augen am Boden. Mann, was für ein Affe in der Säule. Irgendwas verursacht Störungen. Mein Scanner ist hinüber. Wir müssen das vielleicht auf die altmodische Art machen. Analyse gestartet.
Ich habe eine Quelle für die Störung. Überprüfen wir sie. Finde die Quelle. Holt die Gefallenen von der Seite. Genau. Ja, nee, ich bin da gerade. Bring mich näher an diese Antenne ran. Hier wurde gestohlene Technologie aus der Stadt eingesetzt. Das stört deine Scans. Die Gefallenen basteln einfach zu gern mit altem Schrott. Und sie haben Talent dafür. Das wird ein paar Minuten dauern. Halte sie auf, während ich meine Arbeit mache. Ja, das ist hart, oder? Aber war es mega geil. Signal wiederhergestellt. Verdammt! Die Signale des Einsatztrupps fehlen und die letzten bekannten Positionen liegen weit auseinander. Sie würden sich nicht trennen. Es sei denn, die Dinge stünden wirklich schlecht. Ich suche Cass. Ihr sucht Maeve. Sende Koordinaten. Jetzt hier. Finde Maeve. Die Legende besagt, dass die Gefallenen einst in der Gunst des Reisenden lebten. Aber dann ist irgendetwas passiert. Der Reisende hat sie verlassen. Und das hat ihre Zivilisation in den Untergang getrieben. Sie sind den ganzen Weg hierher gekommen in der Hoffnung, das zu finden, was sie verloren haben. Oder es uns wegzunehmen. Aber einiges war einfach. Doch, was? Hier geblieben. Bereit. Glaube ich ja. Sieht so aus, als wollten uns die Gefallenen draußen halten. Oder etwas drin behalten. Es gibt Schlimmeres als die gefallenen Geächteten in Altrussland. Sehen wir uns die Kontrolleinheit an. Sie ist durch eine adaptive Verschlüsselung gesperrt. Wir brauchen Zugangsschlüssel. Die Gefallenenberger haben vielleicht welche. Und zurück zum Flugzeug. Aua.
Ja, ich weiß das. Nicht wegrennen, komm her. Hier so eine Kugel. Ich kenne ja auch noch, da gab es auch noch mal so einen krassen Boss davon, gell, von dieser riesen Kugel. Einen Schlüssel haben wir. Fehlen noch zwei. Stimmt. Zwei von drei Zugang. Wieder bei meinem zweiten. Jetzt haben wir alle Schlüssel, die wir brauchen. Jetzt haben wir alle Schlüssel. Ich sollte die Verschlüsselung jetzt umgehen können. Ja. Wir haben das Symbol links neben der Waffe eigentlich aktiviert. Allein den einen zusammen, das ist super. Ne, ist ja gar nicht super. Ne, ne. Links ist Granate, rechts ist R1 und was ist da daneben? Also in der Mitte ist R1. Irgend so ein Schildsymbol oder so habe ich. Ja, das ist, wenn du Doppelkreis drückst. Echt? Passiert bei mir nichts. Ah, okay. Ne. Muss gedrückt halten bei mir. Ich muss Doppelkreis drücken. Du hattest recht mit dieser Barriere. Die Gefallenen haben die Schar in Schach gehalten. Wieder Einstieg eingeschränkt. Steckt Nave in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte. Ihr müsst euch beeilen. Ah, Bossfight. Ja, das kenne ich. Das ist eine mächtige Arcus-Energiewoge. Was auch immer sie verursacht. Selbst Teleports kommen da nicht durch. Die Grünen sind nervig.
Dunkelheit erstickt mein Licht. Güter, wenn du hier stirbst, kann ich dich nicht zurückbringen. Ja, bei mir auch. Mission abgeschlossen. Make Signal ist genau vor uns. Wegen Nagel. Ja, super gemacht, fertig. Ach ja, der Alter. Hey, da heilt sich wieder die Sau. Es. An der Kanale war aber immer weg. Ihrem Geist sein. Ich denke nur, was mein Sammeln? Nee, ne. Shaw, es tut mir leid. Wir sind zu spät. Das war ich auch. Cass. Ich habe ihn nicht rechtzeitig erreichen können. Da war eine Scharhexe. Eine mächtige. Wir haben es versucht. Das ist nicht eure Schuld. Ihr habt getan, was ihr konntet. Wir haben die Überreste von Maeves Geist. Das würde sie zu schätzen wissen. Ihr solltet jetzt... abgeschlossen. Begibt euch einfach zum Lager, bevor diese Hexe zurückkommt. Jenseits des Lichts heißt es. Okay. Hüter können Zielortkarte nutzen. Jetzt zum Kosmodrom oder was? Na, da bist du ja jetzt. Ja, stimmt. Wo sollen wir jetzt hin? Warum? Wo ist denn der Tor? Die weiße Kugel in der Mitte. Hä? Ende bei Ziel oder? Ach so. Ja, laufen wir uns mal dort. Beim Hof. Ich kann Mitglieder jetzt hinzufügen. Machen wir das doch mal. Den Joker hätte ich gern. Was? Mir wird sogar Engal und Panda noch angezeigt. Na, weil die noch in der... im Clan, ja. Dann wird ein Venom nicht angezeigt. Weil du noch offline eingestellt bist, wa? Vielleicht. Hm. Dabei ist das so eine Lüge. Oh, ich müsste ja erstmal zum Turm zurück. Starten. Stimmt, es gab ja auch diese Schiffe, die man hat, gell? Oh Gott, so lange her, wo ich das gespielt habe. Bestimmt. Na, ich hab's ja damals zum Release gespielt. Nee, hab ich da mit Plus gespielt? Weiß ich nicht. Die Ladezeiten sind schon mal angenehmer. Aha. Soll ja wohl so sein. So. Nein, ich will das nicht. Das Triumph-Feature. Ja, drücke das, ja, genau, und jetzt? Ach, da.
Triumph. Der Leben schmeckt komisch in letzter Zeit. Ich hab keine Klangeinlage. Den Plan haben wir doch nicht mehr. Groß. Na. Ja. Ja. Kann ich ihn doch trotzdem mal reinhauen. Ist leichter zum Einladen. Ja. Da muss man nicht, wer ist denn hier Anführer? Ich hab keine Ahnung. Du, oder? Ich? Du bist Clan-Gründer. Echt? Okay. Ja. Also ich bin jetzt hier... Freude schenken, Freude schenken. Ah, das bin ich doch klarkommen, ey. Das ich hätte nie gedacht, dass ich es erleben würde, Freund einladen. Joker. Einen Clan einladen schicke ich dir. Und einen Einsatztrupp einladen. Bloß kann ich Beitritt? Ich bin auch 2 von 2. Warte, was war das noch gleich? Zavala und Eris müssen. Hey, so eine Engel drin und. Nein, in deiner Gruppe kann ich nicht beitreten. 2 von 2. Hä? Sehr gut! Was ist das für ein Quatsch? Das ist nicht immer zu viert oder nicht? Nein, eigentlich zu dritt. Nee, zu. Ja, zu dritt. Bloß nicht vergessen, bloß nicht vergessen. Warte, was war das noch gleich? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bist du drin, oder? Das ist klar. Vielleicht kann man auch hier nur zu zweit rumlaufen. Was? Nee, eigentlich nicht. Ha. Keine Ahnung. Die Schüssel ist wieder nicht richtig eingestellt. Das ist eigentlich normal, dass man so viele blaue Würfel haben. Schlimmer. 2 von 2. Ne, das ist glaube ich neu übernommen worden. Möglich. Das ist die Fireteam. Lilo 2 von 2. Ich hätte nie gedacht, dass ich es erleben würde, dass die Dunkelheit zurückkehrt. Ja, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Na, bei dir? Ich kann auch nichts umstellen oder so. Bei dir steht zum Beispiel 1 von 3 steht bei dir. Jetzt gehen wir mal rüber zu Joker. Freude schenken. Ja, bitte mitnehmen. Ich habe jetzt Eige mitgenommen. Und Eris müssen einsehen, dass sie für dieselbe Seite kämpfen. Bitte warte, während du mit deinem Einsatztrupp verbunden wirst. Los, beigetreten. Das beigetreten. Hä? Jetzt ist bei mir Schwarzbild. Ich glaube, ich komme jetzt mit Venom zu dir. Weil der noch hier bist, von deswegen konnten wir bestimmt weiter hin. Oh, der eine 697 oder was? Alter.
weiß. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollen. Ich war gerade da, hier. Die Stadt hat einen Aufruf zur Beschaffung von Rohstoffen gestartet. Wir suchen nach allem, was ein elektrisches Signal oder Bioenergetik erzeugen kann. Die Feinde in der Nähe sollten genug davon haben. Ruhig ist die Welt begonnen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Und es sind noch starke Spieler. Hat einige Sachen. So kann man es auch mal. Quantum Energiezellen findest du hier unten. Ja, das ist ja hier für mich schon. Glaube ich. Ja. Na, hast du nur die Arme gekriegt? Ich hab Schuhe gekriegt. Ich hab noch eine Schuhe gekriegt. Arme gekriegt. Ne, das hab ich nicht gekriegt. Aber die schwächer. Oh, sogar 12er. Noch ein Revolver. So, müssen wir eigentlich hin. Na, Kampagne eigentlich. Ja, dann. Du bist Toast. Touchpad gedrückt, ja, Mann. Ne, der ist sogar noch hier, oder? Der ist ja hier. Das blaue Symbol hier. Ja, genau. Hab ich jetzt gerade markiert. Wir hätten gar nicht zum Turm gemuscht. Ach da. Dein Pfeil ist über meinem blauen Symbol. Mir fehlen die Streitereien. Selbst das Licht hat Grenzen. Manchmal kommt man nicht zurück. Was du gesehen hast, war eine Scharhexe namens Navota. Ich habe den Scharbefall unterschätzt und war nicht genug vorbereitet. Jetzt ist es zu spät. Maeve und Cass kannten das Risiko. Erweisen wir ihnen Ehre, indem wir es zu Ende bringen. In einer versiegelten Kammer in der Nähe ist ein Supraleiter aus dem goldenen Zeitalter. Die Vorhut sagt, wir können eine Waffe daraus machen. Das Problem ist, der Supraleiter sprudelt nur so vor Arkus-Energie. Man kommt nicht in die Nähe und kann das Schloss nicht öffnen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Irgendwas sagt mir, dass die Gefallenen sich mit der Infrastruktur hier auskennen. Das waren die Aufgaben meines Einsatztrupps. Jetzt sind es deine. Also, schüttel den Baum. Mal sehen, was runterfällt. Schüttel den Baum? Hüter erhebt sich. Hä? Was soll ich mit dem noch quatschen? Was erfordert Destiny 2 jedenfalls? Okay. Nein. Wie sie Clive oder das DLC verkaufen wollen. Ja. Oh, eine Sniper. Echt? Was sind die jetzt her? Von ihm? Na, du von dem gekriegt. No, kannst du auswählen. Die Menschheit war einmal so viel mehr. Damals. Hä?
Bevor Hydras Licht das Symbol kommt, kam vorher die Waffe. Reicht zum Auswählen. Hm. Ich sehe, jenseits des Lichts kann ich auswählen. Na, da davor. Wie kann ich helfen? Da musst du, kannst du dir die Waffe nehmen. Nein. Kann nur mit dem Quatsch und das war's. Okay. Oh, hier ist eine Kiste für 20.000. Ein lila Helm habe ich bekommen, okay? Ach, ja. Kostet 20.000. Helm. Aber auch ein lila Helm gekriegt. Das sollte man vorher lesen. Ey, geh das da unten auch mal weg, Mann! Hau doch mal ab mit deinem Beute zu, ihr. Naja, dazu musst du das machen, was da steht. Boah, ey. Gemeinsam, Hüter. Genau. Ah ja, gib doch her, ey. Beute. Ja. In Ordnung. Aber was ist jetzt hier? Aber für Schaufenskill haben wir keine Munition eigentlich. Und wo drüber muss ich ein Ding, damit das weggeht? Dann muss ich mit ihm noch sprechen. Über Hüter des Lichts, die Symbole musst du annehmen. Also. Das bin ich Ihnen schuldig. Ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Muss ich hier eine Quest? Also Karte öffnen. Drücke L1. Ich hab 15 Schuss für dich, Sniper. Öffentliche Events. Das kannst du teuer aktivieren, ja, okay. Ich vermisse diesen Hund. Oh, das geht mir aber auf den Sack mit deinem. Ach, hier hoch. Was macht ihr? Ich muss mir die scheiß Texte hier wegkriegen. Ja. Die was? Geht mir richtig auf die Eier. Aber geht das mal weg? Ich hab's doch gemacht. Ja, dankeschön. Und direkt zunächst. Jedes Mal, wenn ich zu diesen gestrandeten Kolonieschiffen auf. Ja, die Tutorial-Texte da. Frage ich mich, wie viele es rausgeschafft haben. Wieder geführt. Einen halben Bildschirm einnehmen. Ey, das geht aber auch nicht weg, gell? Drücke L1. Fahre mit dem Cursor über die Quest, ein Hüter erhebt sich. Wo ist denn hier? Ein Hüter erhebt sich. Da, okay. Und drücke X, um sie nachzuverfolgen. Ja. Jo. Dankeschön. Kann ich mir das, kann ich denn einfach vorstellen? Gameplay. Kann ja. Ich muss auf Eike warten. Das lange verlegen sollte. Verstehen. Nein. Muss links das markieren, nicht rechts die Dinger eigentlich. Was? Oh Gott, ist das schlimm. Ende ist also beschissen beschrieben, gell? So, jetzt komm mal. Kommst du rüber? Ach, hab das jetzt? Ja. Na, jetzt. Haben wir nicht schon mal? Nur ein Brustschutz. Cybermuni. Ja, Energiewaffenmunition. Nett.
Da brauchst du die schwere Munition dafür, gell? Mhm. Na gut. Ah, jetzt kannst du hier abbauen, hier die. Habt ihr das schon hier eingesammelt? Ja, am Anfang hatte ich eins gehabt. Hi, proper. Du machst das schon. Wir sind ja krass. Ja, ja. Ein Messer werfen, Junge. Keinen Seitensprung. Oh, Spinner! Stand oder Wand? Komm. Oh, böse. Hey, überall die Kleine noch, gell? Nein, nicht, dass hier die Munition ausgeht. Aber habt ihr mal gesehen, wie wenig Erfahrungspunkte man kriegt? Na. Ey, die nerven ja richtig. Ne, hier ist schon eine Kiste gespawnt. Wo? Wo denn? Na, ja, da wo Joker gerade steht. Ach da. Alter. Und die nächste Spinne kommt. Aber wir müssen gar nicht hier sein, eigentlich. Mal Beute zu doppeln schlimm. Die anderen bleibt machen oder was? Aber erst mal geht. Wow. I'm down. Danke. Warte, ich gebe uns mal ein Schild.
Güter gefallen. Oh, keine Muni mehr. Wollen wir jetzt warten oder wollen wir noch eine Spinne kalt machen? Na, bringt dir eh nichts zu warten, also hier weiter zu machen. Ja, schnell den Badelauf. Weiterlaufen. Bin zu fett, komm mir nicht hoch. Warte mal auf euch. Ja, ich mein, komm ich doch mit dem Doppelsprung niemals hoch? Auch nicht. Ich bin zu fett. Scheiße. Doch. Joker muss vorher erst abnehmen, bevor ihr hochkommt. Kommt das hoch? So, nun ne? Komm, hier, ich reich dir die Hand. Seid ihr gleich darüber oder erst darüber? Nee, darüber erst. Genau da erst hin. Also, du kommst nicht meine Hand so hoch. So, Joker, neu anfangen, andere Klasse nehmen. Kommt die nächste Spinne. Ja, fast. Ist ja nicht so, dass Doppelsprung einfach X und nochmal X ist, ne? Versuch's aber mal am letzten möglichen Punkt das zweite Mal X zu drücken. Aber deiner schwebt mehr, da fliegt er ja nicht eher nach oben, gell? Oh, komisch. Ja. Boah, anderen Weg gibt's nicht, oder? Gibt's unten mal einen? Nee. Na, versuch mal direkt zu uns zu kommen statt. Nee, das glaube ich nicht, dass das schafft. Ja, das kriegen wir auf diesen Steinvorsprung hier, den da. Das haben wir noch nicht geschafft, sagen wir. Ach, sogar mit Anlauf, ne? Tja, haben wir das Ende des Spiels erreicht. Ist das eine Kiste? Ja, die Spinnenkiste bestimmt. Ah, die ja, Kiste, ja. Das ist eine Kiste. Ja, schaffe ich auch.
Hey, schau da oben. Ja, denn Schwert, warum macht denn der keinen Trick? Ach, jetzt? Willst du da versuchen? Da fällt der Windstein. Ja. Oh, ich bin aber hoch. Ich bin aber hoch. Wenn du ganz schnell, wenn du gleich zweimal X drückst. Auf die Tanzen. X gedrückt. Kann ich auch. Ey, was denn da? Das wird verarschen. Geht doch gar nicht. Ist er da hoch? Breakdance Moves, ja. Meint sie, der aus wie Tai Chi oder so? So langsam, wie der sich bewegt. Was macht der mit dem Top? Hat mir das mal einer verraten? Keine Ahnung. Mit dir war man ja. Kannst du muss ich gedrückt halten, ja? Dann mach ich. Oh, pass auf. Oder? Einmal springen und dann X gedrückt halten. Ja? Na, weil das irgendwie, also beim Zugucken sieht das aus, als ob du das erst über spät aktivierst. Nein, mach ich doch. Das Kleiden. Pass auf. Springer, sofort gleich. Uff. Was ist der? Und wenn der im Sprinten muss, geht's auch nicht. Hat er auch schon versucht. Da gibt's wirklich halt voll weit gerade weg, ne? Guck mal, hier unten ist eine Tür, kannst du hier unten lang? Kommst du da vielleicht auch hin? Hier unten? Ja, da kommt ja die ganze Zeit die Gegner raus. Achso. Dass wir da uns in einen Raum reinkommen. Rein, aber hier. Okay. Ja, das Problem bei der Klasse ist halt, dass die mehr nach vorne schwebt, anstatt nach oben. Deswegen hatte ich ja gedacht, vielleicht direkt, aber das klappt ja auch nicht. Aber man muss ja mit der Klasse hier hochkommen eigentlich. Ja, natürlich. Ja, blöd. Und wenn du hier auf das Rohr hochgehst. Welches? Na, hier auf das. Was da? Geht, ja. Funktioniert das? Das könnte man doch auch verlegen, gell? Ja, hier. Nee, dann halt direkt drüber. Entweder gleitest du nach oben oder gleitest du nach vorne, aber das bringt ja irgendwie beides nicht. Ja, eben. Bringt nichts. Oh, man hat sogar schon drei Superfähigkeiten. Ich, ja. Nee. Aber nee, das ist. Warte mal, das ist doch R1, oder? Stürmer?
Sonnenbezwinger und Sentinel. Das ja, das stimmt. Das war der Bogen. Nee, das ist ja. Meine X-Taste ist kaputt, keine Ahnung. Du besitzt keine Schiffe. Ach, ist aber schade, muss er trotzdem mit dem irgendwie hier hochkommen. Eigentlich ja. Natürlich. Und du musst übrigens bei Triumphe, das musst du noch abholen, gell? Na, das habe ich ja. Ich habe mehrere Triumphe schon abgeholt. Also, zum Breit. Mhm. Was? Exotischer Code. Okay. Das haben sie auf jeden Fall neu gemacht, das gab's früher nicht. Oh no. Ne, gab's definitiv nicht. Keine Ahnung, wie ich da hoch. Kann mich irgendwie zu euch teleporten? Ja, mal kurz. Meinen, ich hab da automatisch nachteleportiert, was? Lol. Wait, what? Darf ich mir jetzt hier eine Waffe aussuchen oder was? Hier eine Waffe aussuchen. Ja, manchmal komme ich richtig hoch, aber ich weiß auch nicht wie. Hm. Du kannst Waffen weiter vererben. Was? Was? WTF? Ah ja. Gott. Was ist das hier eigentlich? Historische Daten in Form von leuchtendem Material. Wie sich das Spiel verändert hat, ey. Oder jetzt habe ich eine andere Kreisfähigkeit, was mache ich jetzt? Achso, okay. Was ist L1? Feuer. Haben wir noch eine Granate. Aber Feuer. Die geht ja steil. Warte mal, wie, ich geh mal mit Venom weiter, vielleicht spawnst du ja dann doch irgendwie bei uns. Ja, geht mal vor. Jetzt muss ich mein Ding dort tragen, mein Destiny nur. Verlorener Sektor. Das ist Entdeckung. Du hast einen verlorenen Sektor gefunden. Ah, alles klar. Oh, goldene Kugel. Hey, die holt ja viel zu wenig Munition im Magazin. 9 Schuss im Magazin. Zu wenig. Für einen Revolver ist das gut. Zu wenig. Für meinen Geschmack. Bam. Headshot Simulator hier. Eine Schuhe.
Dass er hier einen Loot kriegt, gell? Ich renne die ganze Zeit mit einem Helm hier rum, der 20.000 gekostet hat. Also den hab ich auch. Hier wo war er? Oh Gott. Aber er kriegt dann auch gefallene Datensprot. Na, für den einen Beutezug oder so. Achso. Ist das eine komische Blume? Ich hab's auch geschafft. Wahnsinn! Wahnsinn! Frag dich an, wie? Wofür geht's noch? Warte doch. Ich bin jetzt Tor mit dem Hammer. Ja. Corona. Alter. Oh, ich bin auch gleich tot hier. Ich bin nicht hergekommen. Hallo. Bist du bist gleich tot? Ja, dann warte mal. Bin schon wieder voll. Die Kugeln gibt, ey. Böse Kugel. Klein loswerden, ne? Was schaust du denn so und sag das doch. Fast keine Sniper um ihn her. Ich kann Beule nehmen. Eine neue Powerwaffe. Ist das hier irgendwo ein Nest oder was? Also ist jetzt die dritte Art von Waffe, glaube ich, oder? Kann ich sagen? Ja. Nee. Keine Ahnung, eine Powerwaffe halt. Ah ja, die Beutezüge muss man ja auch noch extra abgeben. Haben wir so einen Raketenwerfer? Hm. Schon drei abgeschlossen. Aber sie hat jetzt aufploppt, Junge. Mein Gott, ey. Oh Mann, jetzt. Sprich mit Dings. Bereit. Ich bin jetzt Tor.
Was? Ich hab mal jetzt sehr schwer verstanden. Nee, ich rede mit mir selber, hab ich gesagt. Achso. Kommt ihr? Ja. Wann, wo du bist. Fast am Eingang. Ein bisschen dancen. Irgendwie ist das doof, so eine Musik. Solange du anfängst zu singen. Nee, lass mal. Das will, glaube ich, keiner von uns hören. Eine Krähe ist kein Singvogel. Zweit. So, Joker, wie kommst du jetzt wieder da hoch? Hat auch hier hoch müssen zu kommen. Wir können auch schnell reisen, Mann. Bei mir lädt es gerade. Kannst du ja mal ein bisschen schneller laden. Alter, der Texon geht wieder auf den Sack. Was? Oh. Ich will denn hier schnell reisen. Bist du auch schon da? Nein. Was ist der Team oder durchkämpft? Bist du einfach durchgelaufen oder? Ne, hab ich so gemacht. So. Nö, ich lauf. Ist gesund, was für die Fitness. Oh, bin da. Laut dem Plan, den du gefunden hast, ist das Energienetz mit einer stillgelegten Kommunikationsmatrix verbunden. Die Matrix würde jede Menge Saft ziehen. Allerdings ist sie offline. Waffe. Wenn wir sie aktivieren, beenden wir die Überladung und können zum Supraleiter. Wir müssen sie allerdings von zwei Orten aus gleichzeitig starten. An der Matrix selbst und an der Energiestation. Aber dann ist dummerweise spukt Navota auch noch hier rum. Also pass gut auf dich auf. Ich werde heute keine Hüter mehr verlieren. Hautgewehr. Ach so. Also nein, Schuss, was war das? Aber Lila. Kinect-Waffe. Nehmen die auch die komischen Aufträge von dem an? Ja, haben alle schon beim letzten Mal angenommen. Da sind ja wieder neue dabei. Nö, bei mir nicht. Bei mir waren die alle ausgegraut. Bei mir auch nicht. Bleib locker. Man kann nie wissen, was passiert. Nett. Als Patrouille starten. Diese Hilfetexte, die gehen mir so auf die Eier. Ah ja, du kannst ja noch upgraden, also verbessern die Waffen. Mit Mods. Ich hab nur keine. Ah, das kostet Geld. Hoffentlich kümmern sich die Nachbarn gut. Oh, ich hier ein Dreifachsprung. Ich vermisse diesen Hund. Ich könnte das ja doch verbessern. Ich sollte die restaurierte schwere Rüstung fertig machen. Nur für den Fall, dass sie jemand braucht. Was? Dreifachsprung, was? Ich hab einen Dreifachsprung. Ich kann den Joker gebrauchen. Ein hochrangiges Tier hat Beute verloren. Kiste hier, wo ich die bei euch hatte? Ja. Hier bei uns. Rüstschutz. Warte mal, ich habe hier einen dicken.
So eine B hier, eine legendäre. Ja, jetzt sind wir legendär natürlich. Du nicht? Ich hab einen blauen Brustschutz gesehen. Also, ich hab eine lila, aber Energiewaffe gekriegt. Ja, das sieht echt Geld aus hier. Ja, nee, ist klar. Oh, hey, Triumph abgeschlossen. Ja. Oh, hast du mir da mit einer blauen Kugel hier hingelegt? Ah, die Bubble. Oh, die ist ja übel. So, nächsten Beutel wird abgeschlossen. Welche ist unsere Aufgabe jetzt? Mission abgeschlossen. Ein Hydra erhebt sich. Ja, nein, du hast doch noch ein Beutelstück. Kannst du nebenbei auch machen. Den interessiert mich doch jetzt nicht. Jetzt geht's da weiter. Diese Mission kalt startet ab. Steht bei mir aber nicht da. Satellit außer Gefecht. Wendig. Gerade unterwegs sein. Liegen überall rum die Schwerter. Kalibur. Sah jetzt aus, wie sie alle auf den Gegner auch zugelaufen sind. Super. Was ist Hexe? Macht das schon. Warum bist du tot oder was? Nein. Nö. Das hat sich jetzt angehört. An oh, alle Hüter auf den Kosmodromkanälen. Die Versorgungswege der Stadt sind im gesamten System unterbrochen worden. Die Menschen brauchen Ressourcen. Die Feinde vor Ort sollten alles haben, was wir brauchen. Das ist eine hässliche Hexe. Mit den ganzen Leuten ist das ein bisschen unübersichtlich, wer Freund und wer Gegner ist. Ach Gott. Den Super mit dem Stab finde ich schon geil. Damals auch hab.
Kicker. Diese blaue Rüstungsteile, ey. Energiewaffe. Ein lilanes Rüstungsteil gekriegt. Ach, halt die Fresse. Hey, komm, du kaufst doch. Klar. Ich seh grad lilanen einen Brustschutz gekriegt. Ich hab ja ein Schwert, Alter. Als Dreieck gedrückt halt. Oh, hier liegt was lilanes. Lilane Schuhe, warte. Mal gucken. Ich hab einen Raketenwerfer, wenn ich Dreieck gedrückt halte. Da hab ich auch. Na, hab ich mein, auch. Mein Standard war ein Schwert. Achso. Das sind die lila Schuhe. Können wir mal was zerlegen. Oh Gott, da ist eine Beton. Wo seid ihr hin? So hin? Du schlafst gerade, oder? Ja. Er schläft. Wo jetzt? Questmission starten. Ich bin nur das wird zu lange. Ist man gar nicht mehr gewöhnt. Jogos Bambusleitung. Ja. Motoren. Motoren hab ich auch. Jetzt bin ich wieder da. Genau da, wo wir eben auch waren. Wir müssen diese Matrix in Betrieb nehmen, um die Energie auszugleichen. Ja. Ich kann sie von der Station hier draußen neu starten, aber nicht solange die Systeme gesperrt sind. Wie können wir helfen? Findet das Hauptterminal. Von dort aus könnt ihr mich zuschalten. Macht der bei euch da die Logadogge? Nö. Bei mir hat er manche Sätze doppelt gesorgt. Das ist eine Anlage aus dem goldenen Zeitalter, die dem Untergang vor hunderten von Jahren zum Opfer fiel. Warum es ist erstaunlich, dass Teile davon noch funktionieren. Wo läuft ein Jogo überhaupt lang? Ich bin hinter euch. Ne, bei mir bist du komplett woanders. Ne, der ist hinter uns. Also noch ein bisschen weiter weg, wie direkt hinter uns. So, ja warte, ich bin jetzt auch hier rein. Super da. Ja. Wenn Sean recht hat, sollte die Aktivierung der Matrix verhindern, dass diese Artus-Energie überlädt. Hier war die Hexe. Die Schar nistet im Schatten, aber sie wird sich schon bald in Bewegung setzen. Die Gefallenen sind territorial. Es geht ihnen mehr ums Überleben als um den Krieg. Aber die Schar lebt für den Konflikt. In ihrer Vorstellung muss sich jeder das Recht auf Existenz durch den Sieg im Kampf verdienen. Ach, den hab ich schon getaucht. Wie
Das ist, wenn die Punkte über den Köpfen sind. Ja. Ich vergesse nicht, das Spiel zu genau zu sein. Ich kann mein Schwert benutzen, gell? Hab ich gar nicht benutzt. Wir werden blockiert. Die Energieschwankungen haben eine Abregelung verursacht. Alles klar. Ich bin dran. Einen Moment. Die Schar kommt. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich hole euch schnellstmöglich da raus. Wow, One-Hit-Worker oder was? Klar. Da wird doch voll die OP-Klasse. Ja, aber brauchst du, ich sage es mal, Munition dafür. Ich hab's. Die Tür wird periodisch mit Energie versorgt. Hier ist einiges los. Brauchst du Unterstützung? Ich komme klar, aber sie haben mich festgenagelt. Ihr müsst ein bisschen Unruhe stiften, damit die Brut hier abzieht. Welche Art von Unruhe? Am besten laute. Die Schar zieht Energie aus diesem Ritual. Links in Eige. Das ist aber hier schon großer. Hey, hey. Das ist für den Hector. Hey, das ist ein Schaden. Ja, bei mir. Weiter so. Die Schadkontakte nehmen zu. Bei das hat etwas bewirkt. Keine Panade. Bevor ihr überrannt werdet. Los, raus da. Quatsch. Was auch immer du tust, es funktioniert. Ich stecke noch in den Subsystemen fest. Sie ziehen nicht genug Energie. Begebt euch zum Kontrollraum und startet die Hauptschüssel neu. Das ist der einzige Weg, genug Energie zu ziehen.
Bin ich da, glaube ich, ein Boss, oder? Also. Ja, ein bisschen zu ruhig hier. Aber da sieht schon Feinde vor uns. Da ist die Kontrolleinheit. Oh, wieder ein Stieg eingeschränkt. Greife auf Systeme zu. Okay, ihr müsst zwischen den Kryptosystemen vermitteln und das Sicherheitsgitter verifizieren. Geschafft. Brückenebene wiederhergestellt. Die Hauptmatrix wird für den Start vorbereitet. Also dann, leite Energie in eure Richtung um. Ich sehe. Die Matrix. Jetzt kommt sie. Sie ist in Betrieb. Den kann ich mich, glaube ich, auch noch erinnern, der jetzt kommt, der Post. Das Kampffeld kann ich mich auch noch, ja. Jede Menge Schar auf euch zu. Schar? Was? Orte einen großen Scharschwarm im Anmarsch. Abbruch! Ihr müsst abbrechen! Es sind zu viele für euch alleine! Ich bin auf dem Weg! Das Signal der Matrix ist zu stark. Es überflutet unsere Kommunikation. Wir sind auf uns allein gestellt. Schargrabschiffe. Ich glaub nicht. Nee. Liegt an deiner PS4-Version. Ist bei uns im Auto schon gefahren. Psst. Räder. Ich habe auch ein Schwert jetzt, ja. An einem Revolver gefunden. Verdammter Funk! Ich wechsle auf Breitband. Hört ihr mich? Seid ihr noch da? Wir sind am Leben. Ich hätte euch nicht in diese Lage bringen dürfen. Ich glaube, ich muss bei Fieber ein paar Packs aufmachen. Uns geht es gut, Schon. Die Schar zieht sich zurück. Hat es funktioniert? 1066. Ich sehe nach. Okay. Sieht so aus. Die Werte 69. Fallen im gesamten Netz. Wir müssen nur noch die Kammer aufschließen, dann können wir die Sache zu Ende bringen. Kehrt ins Lager zurück, bevor Navota erneut auftaucht. Wie heißt du? 62. Mission abgeschlossen. Verbleibende Sekunden 5. Easy Snack. Hast du da einen lila Umhang um? Beziehungsweise einen pinken? Weiß ich nicht. Alter. Ich hoffe, die spitze Frau. Nö, alles für die Werte, egal wie sie heißt. Nein, was dagegen? Krogu schläft. Ist schon gleich am 10. Ja und? Was trinkt man rein? Zeit ist ins Bett. Ja. Morgen Arbeit. Nee. Ich ja nicht mehr. Ich bin nicht. Ich geh erst am 4. wieder.
Dito. Habt ihr überhaupt Arbeit? Hast du auch als, arbeitest du auch als Koch, oder? Nein, schon lange nicht mehr. Okay. Schnellreise. Wo müssen wir hin? Mal wieder zu dem. Links. Was unten links? Ach, da. Wir können selten ausrüsten. Was mit Ausrüstung? Ja, da gehst du wieder so ein Event. Nee, arbeite schon eine Weile nicht mehr als Koch. Seit, keine Ahnung, wie viel. Okay. Ich bin jetzt in der Elektronikbranche. Ist dasselbe. Total. Oh, die Kiste ist hier. Ja, kriegst ein Transportmittel. Tut mir leid, dass ich dir das antue, aber ich bin auf dem Weg zum Supraleiter und diesen Part mache ich solo. Heute sind schon genug Hüter gestorben. Die Stadt braucht frischen Wind wie dich. Du musst überleben. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, es gibt nur einen Zugangsschlüssel für die Kammer und den habe ich bei mir. Falls ich es wieder rausschaffe, freue ich mich schon wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Falls nicht. Ich habe dir einen Sparrow da gelassen. Nimm ihn und verschwinde. Bin ich zwar ein bisschen umständlich, aber naja. Schau an. Over und Ende. Wie konnte er das tun? Navota ist immer noch da draußen und sie hat schon zwei Hüter auf dem Gewissen. Das ist gar nicht gut. Shaw hat gesagt, er hätte den einzigen Schlüssel. Aber er hat sicher nicht das ganze Kosmodrom durchsucht. Da müssen noch mehr sein. Lass mich seine archivierten Positionsdaten durchsuchen. Er hat kürzlich was an der vergessenen Küste zu tun gehabt. Da fangen wir mit der Suche an. Ich schicke dir die Koordinaten. Was macht Venom da? Hier die Korne stehen. Du alte Hexe. Hey. Tiefe Kreis. Wieder ein Event, oder? Ja. Fünfzig Sekunden bis zum Beginn des Events. Peter gefallen. Moa. Kommen die hierher mit ihren Moskitos? Ja, wir haben gerade ein bisschen weggeknallt. Das begibt sich zur Flagge. Ja, ich bin voll klar. Schaffen wir das? Keine Ahnung. Ja. Können wir das schon? Da wäre was nicht ausgemacht. Ich habe hier eine frische Vorhutwarnung. In der Nähe scheint es ein Glimmer-Extraktionsteam der Gefallenen zu geben. Und
weiter drüben. Über uns. Haben wir ja nochmal Gegner. Tode ist vielleicht. Ja, dann. So eine Waffe, die da aufheben kann, ist. Da unten, ja, bestimmt. Hier, da. Ah, das sieht so aus, ne? Oh, hier ist ein Kind. Nee, das mach ich nicht. Ich Alter, diese Effekte wie überall, ja. Ich hab halt einen epileptischen Anfall. Naja. Zimmer beschossen. Gefallen. Aua. Alter, was war das denn? Da ist er also auf uns runtergefallen. Oh, ich wurde wiederbelebt. Er brennt. War das schon immer so? Keine Ahnung. Kommt ein gelber Golden noch? Mm.
haben wir mal nicht. Ja, hab ich ja. So, was habe ich jetzt hier eingesammelt? Neue Waffe. Fusionsgewehr. Da musst du aufladen, die ist doof. So, wo ist doch jetzt? Warte mal. Ich weiß, wo noch eine Kiste ist. Wo? Oh. Warte. Was ist denn da hinten? Genau, ist daneben. Bin ich fett. Du hast nicht sogar geschafft. Und ich hatte Bedenken. Boah, ey. Wo steht denn da oben? Zum Scheiß. Ich werde dich zeigen. Das ist nur Außenwärmer. Außenheizung. Neue Pistole. Ist sogar stärker. Güter gefallen. Oh, noch eine Kiste. Oh, ich glaub, was? Hä? Güter gefallen. Die waren ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Was macht der? Er hat den noch Fragezeichen. Statt Level. Hm? Ich glaube, die sind ein bisschen stärker, die zwei Jungs. Jetzt begib dich doch mal wieder. Das ist noch immun, wenn wir auf die schießen. Na los, gehen wir schon, sorry. Nee. Könnte ich ihn so wiederbeleben? Nee, ich hab mich selber wiederbelebt. Gerade, wow. Gerade, wo ich fertig war bei dir. Okay. Erstmal 50 dann. Da gab's, Kiste. Ja, hab ich. Warte bitte. Hat der Ladebildschirm jetzt, denke ich mal, serverabhängig, Alter. Mut.
kann Shaw nicht erreichen. Wenn Narota ihn vor uns findet, wir müssen einen anderen Schlüssel finden und uns Zugang zu dieser Kammer verschaffen. Und zwar schnell. In der Nähe gibt es ein paar alte Depots. Fangen wir dort an. Kein Schlüssel. Aber ich erfasse Rückstände von Partikeln, die mit den Depotlegierungen übereinstimmen. Es gab hier einmal mehr Truhen. Sie müssen von Gefallenen oder der Schar gestohlen worden sein. Hier ist eine Partikelspur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Ich sende die Koordinaten. Folge der Fährte. Was gesagt? Da sind wieder noch Cyberschlüssel. Ich erfasse zwei weitere Partikelspuren. Ach doch. Und wenn du da kaum Fahrzeuge benutzt, weißt du, wie lange du da brauchst. Jetzt weiß ich, ob ich laufe voll auf. Überprüfe deine Waffen. Ich empfange ein Cluster von Char-Bioenergetik. Nahkampf mit euch hier, ihr Lappen. Ah, da ist ein Verschlüsselungscode auf dem Daten. Oh, das Chefgeschütz ist über. Unvollständig. Wenn wir mehr finden, könnte ich die Autorisierung fälschen und selbst als Schlüssel fungieren. Es gibt noch ein weiteres Depot auf dem Schiff. Tracker. War gar kein Schiff. Vorsicht! Ich orte in der Nähe eine hohe Signaturdichte von gefallenen Waffen. War man hier eben schon? Ja. Nee. Ich muss allerdings mein Signal verstärken, damit sich der Schlüssel registrieren kann. Er spielt Halo. Ich empfange eine Energiekonzentration im Falterhof. Vielleicht genau das, was wir brauchen. Ich habe sie auf deinem Tracker markiert. Okay. Muss mal springen in der Luft den Sparrow rufen. Mach ich immer 360 hier. Vollionisierte Superleiterenergie. Sie muss sich verteilt haben, als wir die Matrix aktiviert haben. Damit kann ich mein Signal verstärken. Lass uns diese Ladungen einsammeln. Ich kann Shaw immer noch nicht erreichen. Wir müssen uns beeilen.
Ach, du kannst deine Dinge auch noch upgraden, deine. Ach du Scheiße, ja. Ah, nochmal. Aua. Geht los. Ich beginne mit der rekursiven Analyse. Vorgang abgeschlossen. Ich bin jetzt autorisiert. Beeilen wir uns. Güter gefallen. Schon wieder umgefahren. Schon so. Die drei Jungs, die haben mich weggeschossen mit ihren Moskitos. Ja, die Moskitos können leider schießen. Das kann ich. Ich will eigentlich an dem vorbeifahren, aber die haben mich schnell abgeschossen. Ich würde hier rein. Zum dritten Mal. Nein, das ist immer das, was ich ein bisschen doof fand bei Destiny. Immer dieselben. Ja, nicht immer, aber. Warte. Nee, oder das hält auf. Hier müssen wir jetzt woanders lang. Hier drinnen. Okay. Los hier. Gibt es einen kleinen anderen Weg? Dieser Ort pulsiert nur so vor Scharmagie. Das erklärt, warum die Teleports blockiert wurden. Wieder ein Stieg eingeschrieben. Warte mal, Joker. Gestieg in Avota. Du weißt, in so eine Falle laufen. Das ist scheiße. Warum? Da steckt dich fest und dir zieht die Energie ab. Okay. Wenn du da reinläufst. Die ist schon deaktiviert. Okay. Navuta! Augen auf, Hüter! Naja, ich bin wieder drauf geballert. Navuta ist weg. Wobei sie auch verschwunden ist. Ich kann sie nicht mehr orten. Aber ich habe eine Spur zu Chance. Aber alle unsere Finisher drauf gedrückt, ja. 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 Easy Snack. Ich hab von jedem mal was. Lass mich ihm helfen. Shaw, bist du in Ordnung? Gleich wieder umbrüchsen. Was tut ihr hier? Wir konnten dich doch nicht allein lassen. Navuta? Sie ist noch am Leben. Irgendwo. Wir haben es geschafft, sie zum Rückzug zu zwingen. Ihr habt sie vertrieben? Na dann. Es tut mir leid, dass ich euch zurückgelassen habe. Nach Cass und Maeve. Ich hatte einfach Angst, noch jemanden zu verlieren. Das hatten wir auch. Deshalb sind wir dir gefolgt. Keiner wird gerne ausgegrenzt. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich stehe in eurer Schuld. Der Preis gehört euch. Da drüben ist der Supraleiter. Schnappt ihn euch und kehrt ins Lager zurück. Da ist der Supraleiter. Bringen wir die Sache zu Ende. Ich spüre das Arkuslicht, das hier durchfließt. Kein Wunder, dass die Vorhut daraus eine Waffe bauen will. Kehren wir ins Lager zurück und dann in die letzte Stadt. Nach Hause. Ganz schön gelenkig. 500 Clan-EP.
Gut, ich würde jetzt auch mal sagen, das wäre es gewesen sein mit dem Twitch-Stream zu Destiny 2. Ja, was soll man sagen? Destiny kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Aha. Ja, ist ja schon ein paar Jährchen draußen. Ist doch ganz neu auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Destiny 3 kommen soll oder nicht. Oder ob sie dann doch jetzt noch Destiny 2 halt hier ihre 10-Jahres-Plan fortsetzen, was sie bei Teil 1 eigentlich damals machen wollten. Naja, da kommt halt drauf an. Ne? Ja. Aber das war's jetzt mit dem Stream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday, der Venom und der Joker.